Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Auch nach dem Wochenende, nachdem das Junge Forum für Medien- und Hochschulentwicklung 2018 vorbei ist, raucht mir immer noch so ein bisschen der Kopf, weil einfach so viel besprochen, geredet und nachgedacht wurde, dass ich immer noch einen Haufen Ideen habe. Aber spulen wir nochmal ganz zurück. Was ist das JFMH nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben? Das JFMH ist eine Nachwuchstagung, die gemeinsam von vier großen Fachgesellschaften in dem Bereich Medien und Hochschule ausgerichtet wird, namentlich dabei die DGHD, die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik, die DFGE, die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, dort die Sektion Medienpädagogik, die Fachgruppe E-Learning der Deutschen Gesellschaft für Informatik und die Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, kurz GMW. Also die alle tun sich da zusammen und richten eine Konferenz aus für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und dieses Jahr stand das JFMH unter dem Motto Teilhabe in einer digital geprägten Welt. Und genau das haben wir auch diskutiert, das wurde vorgetragen in den Keynotes und es gab auch ein World Café, in dem wir alle möglichen Teilaspekte von Teilhabe diskutiert haben. Und wenn man sich, also der Begriff klingt ja erstmal, naja, es sagt sich sehr leicht, naja, Teilhabe ermöglichen ist ja erstmal was Gutes, aber wenn man dann darüber nachdenkt, wie vielschichtig dieser Begriff ist und was das alles bedeuten kann, dann wird einem erstmal bewusst, wie viele Aspekte da eigentlich mitschwingen und wie viele Zielgruppen man haben kann, denen man diese Teilhabe erstmal ermöglichen muss und welchen vielleicht auch nicht und mit welchen Maßnahmen man ihn ausschließt oder eben auch nicht. Und das war tatsächlich ja, sehr inspirierend, dieses Gespräch an dem Abend, der erste Abend war das. Und das Thema hat sich natürlich durch alle anderen Talks und Beiträge hindurchgezogen. Genauso wie letzten Endes ein bisschen auch das Thema Lehrerinnen und Lehrerbildung und auch die Open Educational Resources waren ein Riesenthema, auch zum Beispiel bei meinem Beitrag. Zu meinem Beitrag noch, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir besprochen haben und mit wem ich und über was unterhalten konnte. Insgesamt war der Zeitslot allerdings ein bisschen kurz. Also Tipp fürs JFMH 19, wenn möglich, können wir auch die Flipped-Beiträge ein bisschen länger machen. Wobei es natürlich auch abends und zwischen den Beiträgen in den Kaffeepausen genug Zeit gab, über das eine oder andere zu sprechen. Und was mir insgesamt noch aufgefallen ist, dass ganz viele Projekte, die dort vorgestellt wurden, aus denen ich auch unheimlich viel rausziehen konnte, auch für meine hier tägliche Arbeit ist, dass sich ganz viele Projekte scheinbar immer noch damit befassen, oder was heißt immer noch, dass sich ganz viele Projekte damit befassen, Videos zu erstellen. Entweder für Studierende oder von Studierenden, teilweise auch von Studierende für Studierende. Und letzten Endes ist das ja genau das, was ich hier mache. Ich mache Videos, ich mache das teilweise für Studierende, teilweise für Nichtstudierende oder auch andere Doktoranden, die sich dafür interessieren, was so in meinem Alltag passiert. Und das ist so ein Ding, das ich auf jeden Fall mit hierher nehme ans KIT, wo ich denke, da können wir noch vieles tun, dass wir die Studierenden stärker einbinden, die Produktion von Lehr- und Lernmaterial. Und das werde ich in Zukunft mal ein bisschen weiterdenken. Auch hier mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Schauen wir mal, wie die darauf reagieren. Eine Sache noch, die vielleicht für alle diejenigen unter euch interessant ist, die tatsächlich regelmäßig meine Videos schauen. Auf der Pre-Conference, also bevor die offizielle Begrüßung des JFMH stattgefunden hat, gab es noch einen Workshop zum Thema Social Media in der Wissenschaft. Und dort haben wir auch sehr angeregt diskutiert, welche sozialen Medien junge Wissenschaftler, also Leute wie ich, verwenden sollten oder auch nicht oder warum nicht. Und all diese Aspekte haben wir da ein bisschen besprochen und diskutiert. Und ich habe auch nochmal viel darüber nachgedacht und für mich eine Konsequenz rausgezogen, was ich von Anfang an schon ein bisschen bedacht habe, aber bis jetzt eigentlich immer nur mit mir hergezogen habe, nämlich ich werde meine Facebook-Fanseite einstampfen. Also sorry für alle, die mich auf Facebook irgendwie begleitet haben. Natürlich will ich euch nicht ausschließen, ne, Stichwort Teilhabe, sondern ihr dürft natürlich auf Twitter mir folgen. Dort bin ich weiterhin sehr aktiv. Dort bin ich auch viel aktiver gewesen seit jeher als auf dieser Facebook-Seite. Ihr dürft natürlich weiter hier auf YouTube meine Videos anschauen und es gibt immer noch meine Webseite davidlohner.de. Wo ihr natürlich auch meine Beiträge als RSS-Feed abonnieren könnt und dann sogar auf der Plattform eurer Wahl das euch zu Gemüte führen könnt. Also in diesem Sinne, seid mir nicht böse, es ist für mich einfach eine kleine Arbeitsentlastung, weil natürlich je mehr Kanäle man pflegen muss, desto mehr Aufwand hat man damit auch und ich sollte ja meine Zeit und meinen Aufwand eigentlich in andere Dinge stecken, die ein bisschen wichtiger sind als da ist die Pflege aller einzelnen Plattformen.
In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon aufs JFMH 2019, wo ich wahrscheinlich oder vielleicht auch hingehen werde. Es steht aber, glaube ich, noch überhaupt nicht fest, wann und wo das stattfinden wird. Von daher bin ich da sehr gespannt. Falls ihr auch irgendwie in dem Bereich Medienpädagogik, Medien in der Wissenschaft tätig seid und dazu forscht oder auch lehrt oder Projekte habt, die interessant und spannend sind, die von oder für den wissenschaftlichen Nachwuchs gedacht sind, behaltet das auf jeden Fall im Auge, dieses JFMH, das Junge Forum für Medien- und Hochschulentwicklung. Das ist, glaube ich, eine sehr coole Einrichtung und Institution in der Wissenschaftslandschaft. Von daher, wenn die Tagung wieder stattfindet, versucht daran teilzunehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne, bis allerspätestens dorthin. Ciao.